Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video, ihr habt es wahrscheinlich schon bei mir bei Insta gesehen und bei YouTube in der Story, nee, Story kann ich seit heute hochladen, in der, ja, diesen Community-Beiträgen, dass ich was von HG gekauft habe. Was genau, habt ihr natürlich auch im Titel nicht gesehen. Ich bin bei der Firma Robin Adamczak, nein, nicht bei Robin Adamczak, aber bei der Firma Adamczak, aber Robin, das ist der hier. Hallo. Den kennt ihr ja wahrscheinlich aus dem Video von Philipp, was heute um 18 Uhr online gekommen ist, also für euch heute, wir haben heute Freitagabend. Ja, wir bauen das gute Stück heute ein. Wollen wir das mal auspacken? Das können wir gerne tun, ja. Mach mal. Dann legen wir los. Fotos habe ich ja schon gesehen. Ich bin ja mal gespannt, wie das aussieht in live. Man sieht hier übrigens dein Auto. Das ist, was ist das für einer, Robin? Das ist ein S4W7, den wir komplett auf DTM umgebaut haben, was es nur von einer Limousine her gibt. Ein Luftfahrwerk rein und alles. Alles komplett verfehlt. Ist schon geil. So, Karton für Karton. Ja, wir machen Karton. Ja. Ja, jetzt hat man es wahrscheinlich schon gesehen. Es kommt eine neue Ansaugung rein. Und zwar haben wir bei dem Leistungsvideo schon, also wo wir auf dem Prüfstand waren, haben ja schon viele von euch drunter geschrieben, warum machst du das mit einer normalen Ansaugung? Ja, es war an dem Tag eigentlich gar nicht geplant, dass ich auf den Prüfstand fahre. Ich war aber zufällig da, die Jungs hatten zufällig Zeit und deswegen haben wir das einfach schnell gemacht. So, weil das Ganze aber natürlich nur vernünftig auch dann funktioniert mit einer Ansaugung, habe ich gesagt, okay, bestellst du dir einfach nochmal eine Ansaugung und da kam natürlich nur HG in Frage, deswegen. Ist richtig geil, sieht übelst cool aus, gerade auch in dem Carbon. Was sagst du? Ich finde es optisch auch ziemlich gut, sehr schön verarbeitet, das Ganze. Ja, ne? Wenn man überall genau hinguckt. Ist echt. Habt ihr ja gerade in dem klitzekleinen Pörnchen schon gesehen. Ah, das ist hier echt geil. Der hier ist ölig, habe ich gerade beim Auspacken gemerkt. Warum genau? Das Öl ist dafür da, damit der feine Staub nicht so durchgezogen wird, damit er drin hängen bleibt. Die muss man dann auch ab und an mal, jetzt nicht jede Woche, dann mal auswaschen und dann neu einölen, damit der ganze Staub und der ganze Dreck raus ist. Okay. Gibt es da irgendwie, also würdest du eine Empfehlung aussprechen, kilometertechnisch? Oder dass man sagt, ab so und so viel Kilometer wäre es ratsam? Nur deine persönliche Meinung, ob das jetzt korrekt ist oder nicht, ist egal. Also ich habe zum Beispiel bei mir jetzt einen anderen Luftfilter drin, nur einen Einsatz. Mhm. Und den mache ich jede Saison einmal. Den wasche ich einmal aus und öle den neu ein. Okay, ja. Perfekt, dann werde ich das nämlich genauso tun. Ich habe ja, wie ihr wisst, keine Ahnung. Deswegen machen wir das einfach mal so. Wenn ihr das anders seht, dürft ihr das natürlich wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an einzubauen. Genau. Es gibt wahrscheinlich ganz viele unter euch, die sowas selber können. Ich könnte das wahrscheinlich auch selber. Ich kann aber nicht schrauben und die Kamera gleichzeitig halten. Für die Leute, die nicht wissen, wie wir sowas einbauen, werden wir mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Wir müssen als erstes, Robin, erstmal das Ding hier entfernen, würde ich sagen. Genau. Als erstes machen wir den Gummischlauch los, der vom Luftfilter zum Turbolader geht. Mhm. Den nehmen wir komplett raus, weil den haben wir einmal neu dabei. Mhm. Der ist der hier. Der hier, okay. Danach nehmen wir den. Oh ja, hier dürft ihr. Das liegt da irgendwo drin. Ich habe es mit meinen grobmotorischen Fingern nachfüllen wollen und direkt abgerissen. Muss ich noch neu bestellen? Ja, ich weiß. Hätte ich das jetzt nicht gesagt, gibt es wahrscheinlich eine Million Kommentare dazu. Danach nehmen wir die Leiste raus. Mhm. Weil, wollte ich mal ganz kurz zeigen. Wir haben hier keine Löcher drin. Nein, falls rum. Hier sind die Löcher drin.
Da sind die Löcher nicht drin und das liegt an diesem Kasten hier, oder? Genau. Genau. Der wenn der hat später raus ist, dann haben wir halt komplett überall die Löcher drin, damit der überall die Ansaugluft reinkriegt. Mhm. Ich denke mal, dass die das aufgrund dessen gemacht haben, vielleicht wegen der Abgasnorm oder irgendwie sowas. Oder hast du eine Vorstellung, warum die das so gemacht haben? Weil damit viele Airfahrer zum Beispiel bohren sich das ja auf. Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich kenne es jetzt nur dafür, damit der Motor mehr Luft kriegt, damit man dann ein bisschen mehr Leistung kriegt und alles. Deswegen ist das zu? Nee, dafür kommt die neue rein, damit er mehr Luft kriegt. Achso, okay. Aber das könnte sein wegen der Abgasnorm und allem, ja. Ja. Weshalb die das jetzt genau machen, weiß ich auch nicht. Okay. Bin ich ehrlich. Gut, das heißt, wir bauen jetzt mal auf. Für alle, die sich fragen, warum das hier immer so dreckig ist bei mir. Ich habe ja die Mückecarbon Kotflügel dran und ich fahre noch keine Rapphausschalen, weil die einfach ein bisschen breiter sind. Ich fahre das jetzt sogar schon ein Jahr so. Ich wollte das eigentlich, ich habe die mit Robin sogar und mit Jan, schöne Grüße, zusammen ausgebaut. Letztes Jahr, wann war das, Robin? Wörthersee Reloaded, ne? Ja, ich glaube vorm Reloaded. Eine Nacht vorm Reloaded. Ich bin dann um 3 nachts losgefahren und wir haben um 21 Uhr angefangen zu schrauben oder so. Ja, bis um 1 oder so war er bestimmt dabei. Ja. Und dann hatte ich natürlich ja, keine Lust und keine Zeit und eher keine Lust als keine Zeit, mich darum zu kümmern, dass da Radtauschalen reinkommen. Ist aber nicht schlimm. Also eigentlich mache ich das auch bei jeder Wäsche mit. Jetzt bin ich aber schon wieder, wie ihr hier an den Regentropfen seht und so weiter, im Regen hierher gefahren, bei einem weißen Auto. Ja, ist es halt, wie es ist. Ne? Auch die Felgen. Ich kann die gefühlt jeden Tag putzen. Jeden Tag. Den Schlauch, den haben wir schon raus. Als nächstes machen wir den kleinen noch ab. Und dann können wir den Luftfilterkasten schon an sich rausziehen. Der ist an den Seiten nur mit so Gummipropfen eingeklipst. Achso, aufschrauben müsste man den, oder schrauben müsste man nur, wenn man selbst an den Filter ran will. Genau. Die kleinen Trockenschrauben oben, die muss man nicht abmachen. Ja, siehst du, ich hätte nämlich jetzt erstmal den Deckel oben gelöst und dann zu sehen, dass das für umsonst war. Und jetzt haben wir den schon raus. Als nächstes machen wir den Wasserschlauch hier oben runter. Den lege ich einfach immer nach unten. Dann können wir jetzt hier an den Seiten die beiden Torx-Schrauben rausmachen. Und hier oder die hier? Die hier. Die hier. Die beiden raus. Mhm, okay. Und hier? Die und die. Sehr gut. Dann können wir die Leiste vorne auch schon rausnehmen. Wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen dunkel klingen. Das ist ja wie bei Philipp. Der Typ weiß mehr als von außer. Ja, Björn weiß, glaube ich, ein bisschen mehr, aber ich glaube, er ist am Platz 2 von den Leuten, die am meisten wissen, die ich kenne. Ich versuche das natürlich für euch erstens interessant zu halten und für die, die ihr sowas noch nicht gemacht haben und eventuell machen möchten, auch selber machen möchten, wie so eine Art Anleitung einfach. Ne? Jetzt haben wir das draußen. Genau. Jetzt könnte man rein theoretisch noch die Aufkleber hier vor sich runterpulen und auf irgendwo hinkleben, zum Beispiel eine Motor oder Haube rein. Und was steht da? Das ist für die Klimaanlage, die Füllmenge und alles. Damit man beim nächsten Service weiß. Ja, das Ding wird wahrscheinlich nicht zu VW gehen in einen Service. Ich werde das gleich abfotografieren und dann einfach speichern. Genau. Ja, so sieht das hier aus. Ganz normal also. Was machst du da? Moment. Verlorene Kind. Oh. Ist wieder da. Ja, muss ich echt mal neu bestellen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, dass das Ding auf einmal in der Hand hatte. Ich hatte es auf jeden Fall dann auf einmal in der Hand. Naja. Ist wie es ist. Wenn ich nichts kann, das kann ich. So, wir haben das jetzt mal hier auf die Werkbank gelegt, damit Robin da besser dran kommt. Genau. Sagen wir da, Schrauben? Genau, hier sind zwei kleine Schrauben für die beiden Anschlüsse. Das waren vorher die Torx-Schrauben, das sind jetzt 10er. Mhm. Ein 10er-Kopf und hier ist der kleine, so ein kleiner Anschluss dran für den, ich glaube, Unterdruckschlauch war das, den wir abgemacht haben. Mhm. Okay. Dann haben wir hier noch so ein Kederband. Das wird hier dran gemacht, damit das dann schön anliegt, damit er wirklich nur die Luft von vorne reinzieht. Muss man das extra zuschneiden oder ist das passend? Das ist passend, damit man schön auch ein bisschen um die Ecke rumlegen kann. Ah, okay. Sehr gut.
Die Jungs haben echt mitgedacht. So. Womit fangen wir jetzt an, wa? Jetzt können wir anfangen, indem wir schon einmal den Luftfilter auf den Schlauch heraufmachen. Ich mache das vorher immer gerne so. Ich entfette das einmal alles, damit das dann wirklich passend sitzt. Einmal den Bremsenreiniger holt, damit wir hier die Anschlüsse sauber machen können. Ich mache es eigentlich immer gerne hauptsächlich an Ladeluftkühler oder sowas, da wo wir halt Druck drauf haben, damit das Fett alles runter ist, damit es nicht auseinanderflutscht, sobald man unter Last geht. Ja, es hört sich schlau an. Ich wische jetzt einmal hier durch. Ich wische hier noch einmal rüber. Das ist echt schön verarbeitet, das Ganze. Gar nicht mehr gewohnt, die Kamera selber zu halten, wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, hatte ich immer jemanden dabei. Dieser immer jemand war meine Freundin, danke dafür übrigens. Die hat aber heute leider keine Zeit. Deswegen machen wir das selber. Selbst ist der Mann. Manchmal. So, jetzt hast du draufgesteckt, dann genau. Einmal nur... Jetzt gleich die Schelle einmal festziehen und dann ist der Luftfilter auch schon drauf. In der Zwischenzeit haben wir einmal die vormontierten Schrauben halt rausgedreht. Die Ansaugung jetzt schon mal eingesetzt, mit Loctite die Schrauben angesetzt. Passt auch nur in eine Richtung? Genau, das passt alles nur einmal, weil die Schrauben alle versetzt sind. Und haben hier unten, hier haben wir einmal die Gummimuffe reingemacht, wo später der Luftfilterkasten mitgehalten wird. Und hier für den kleinen Schlauch haben wir das auch alles angebracht. Sehr gut. Das Loctite, was du da jetzt drauf gemacht hast, das kriege ich aber, wenn ich das wieder lösen will, ganz normal wieder ab, ne? Das kann man ganz normal wieder mit dem kleinen Imbusschluss hier alles lösen. Schön. Das nur, damit es dann halt so ein bisschen gesichert ist, Schraubensicherung. Ja. Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach so installieren ist. Das ist echt... Also wenn man weiß, was man genau machen muss, ne? Du hast ja jetzt keine Anleitung gelesen, du weißt, wie es geht, aber... Ja. Vielleicht würden jetzt andere sagen, ich baue das erst ein und dann später setze ich den Luftfilterkasten an. Ich habe es bis jetzt immer so in der Reihenfolge gemacht. Jetzt können wir schon die Ansaugung ins Auto einsetzen. Ich weiß, warum Philipp so auf Carbon steht. Sieht einfach gut aus. Sieht einfach top aus, ey. Oh, guck dir das an. Sehr schön. Soll ich mal, warte mal. Das ist alles ziemlich passgenau gemacht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meinte mit Filmen und Zusammenbauen. Ja, da muss ja mal an allen Schläuchen vorbei und so. Ne? Wird das runtergeschraubt, draufgeschraubt, reingeschraubt? Das wird hier, wird hier drunter verschraubt dann, in der Verschraubung hier. Okay. So. Oh, sieht das geil aus, ey. Ich freue mich richtig. Vor allem immer, wenn man, das kostet ja auch halt immer alles so ein bisschen, so ein paar Taler, wenn du immer ein bisschen Geld in die Hand nimmst, dann hoffst du natürlich auch, dass das Ganze dann auch geil aussieht. Und du freust dich umso mehr, wenn es einfach geil aussieht. Das hätten wir auch vorher noch randrücken können. Wäre einfacher gewesen. Wäre einfacher gewesen, ne? Naja. Ihr wisst es auf jeden Fall jetzt, dass man den Keder vorm Einbau reindrücken soll. Aber es geht ja auch so, ne? Genau. Mal hier die beiden Schrauben an den Seiten. Ich konzentriere mich heute mehr aufs Auge als auf die Kamera. So, jetzt dürft ihr auch wieder was sehen hier. Ist der Deckel? Achso, du hast ihn abgenommen. Genau. Ich schon wieder ab. Ich muss das Ding unbedingt ändern, das geht ja gar nicht. So. Gibt's das auch in Schwarz? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es das immer in diesem hässlichen Blau geben muss.
oder ob es da noch was anderes gibt. Zudem, ich war heute beim Lackierer und zwar, ich habe ja hier die Löcher, jeder Golffahrer kennt es, egal was für ein Baujahr, ihr habt diese hässlichen Dinger da dran. Ne? Ich habe damals, wo ich den neu geholt habe, habe ich 1 Million Mal da angerufen und gesagt, bitte mach mir das Pizzablech da nicht dran, ich will da eh Magnete fahren, hat niemand interessiert. Jetzt sagte mir mein Lackierer heute, dass, oder naja, nicht mein Lackierer, sondern ein Lackierer von einem Freund, sagte mir, mach die Löcher nicht zu, kauf eine neue Stoßstange oder, es fällt dir immer wieder ein. Mich würde mal interessieren, wie ihr das gemacht habt, das Ganze, damit das natürlich nicht einfällt. Ja, vielleicht frage ich nochmal einen anderen Lackierer. Wie gesagt, oder ihr schreibt es einfach in die Kommentare, weil so sieht das natürlich absolut hässlich aus und soll eigentlich bis zum Wörthersee. Wir hoffen mal, dass das stattfindet. Also GTI-Treffen ist ja abgesagt, aber ja, wisst ihr Bescheid. Mal gucken, bis dahin sollte das eigentlich fertig sein. Apropos fertig, wie weit sind wir? Man kann immer so schlaue Sprüche klopfen, wenn man nicht selber schraubt. Ne? Die haben wir jetzt festgeschraubt, aber die beiden Schrauben hier vorne. Jetzt eigentlich nur noch der Schlauch rein. Also wieder die hier und die hier. Genau, jetzt nur noch der Schlauch rein. Den kleinen Schlauch hier unten dran machen. Ach so, ja. Den müssen wir mit den anderen Schlauch noch mit beigeben. Den noch mit drauf machen, dass das so eine Verlängerung ist, vermute ich jetzt mal. Weil so sonst alles ziemlich stramm wird. Mhm. Und dann den Schlauch auf und dann können wir schon eine Probefahrt machen. Ja, dann machen wir mal. Ja, meinst du, ich gucke gleich mal wegen dem Licht. Also es kann sein, dass die Probefahrt, die ihr gleich seht, im Hellen und eventuell ohne Robin sein wird. Müssen wir mal gucken, weil es ist draußen dunkel.